Rückspiel in der Relegation der A-Liga Hünfeld-Hersfeld. Nach einem 4:0 Hinspielerfolg des SV Wölf in Dammersbach war die Spannung zwar bereits etwas raus, doch trotzdem hatten sich noch etwa 350 Zuschauer am Wölfer Sportplatz versammelt. Während Dammersbach anfangs versuchte, Druck zu machen, zeigten die Gastgeber schnell, dass sie sich den Klassenerhalt nicht mehr nehmen lassen wollten. Bereits in der 8. Minute war es Michael Hohmann, der mit dem 1:0 für Klarheit sorgte. In der Folge hatte Wölf noch einige gute Torchancen. Nach 10 Minuten zappelte der Ball zwar wieder im Netz, doch die Szene war zuvor bereits abgepfiffen worden. Bitter für Wölf, dass sich hierbei Markus Weyer am Knie verletzte. Der Torjäger musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Im weiteren Verlauf des Spiels konnte sich Dammersbach bei Torwart André Bug bedanken, der sich mehrfach auszeichnen konnte. Vor dem Spiel hat sich Stammtorhüter Frank Beyer verletzt. Mit André Bug hat ein Feldspieler zwischen den Pfosten gestanden, der seine Sache mehr als gut gemacht hat. Kurz vor der Pause musste sich der Schlussmann dann aber doch geschlagen geben. Per Eigentor fiel das 2:0 für Wölf. In der zweiten Halbzeit dann ein ähnliches Bild. Die Gastgeber dominierten ohne zu glänzen und spielten sich einige Torchancen heraus. Nach einem Foulspiel im Strafraum zeigte Schiedsrichter Butrin Studenica auf den Punkt. Christopher Bock verwandelte souverän zum 3:0. Nur 10 Minuten später war das Ergebnis aus dem Hinspiel erreicht. Mit einem satten Schuss in den rechten oberen Winkel traf Jan Göllmann zum 4:0. Für den Schlusspunkt sorgte dann Michael Hohmann, der in der 74. Minute auf 5:0 erhöhte. Der SV Wölf spielt damit auch in der neuen Saison in der A-Liga. Erleichtert war Vorsitzender Hubert Kister. Ja, wir haben verdient gewonnen. Wir sind als Favorit in die Relegation gegangen. Und ich denke, an den beiden Ergebnissen hat man gesehen, dass wir verdient in der A-Liga bleiben. Der Großteil der Mannschaft wird zusammenbleiben, zu 95%. 2, 3 Fragezeichen sind noch, müssen wir noch klären. Dazu kann ich aber jetzt noch nicht sagen. Ja, ich denke, wer die Wölfe kennt, wir werden noch das Gebühren feiern.